Internationales Projektmeeting Xenon eine Tonne. Glaubt man den Teilnehmern, dann wird dieses Jahrzehnt Wissenschaftsgeschichte schreiben. Denn dieses und andere kopfstarke Teams machen Jagd auf das eine, das erste Teilchen aus der Welt der dunklen Materie. Der technologische Aufwand dafür ist gewaltig. Denn obwohl dunkle Materie einen Großteil der Masse unseres Universums ausmachen soll, hat sich unser Leben auf der anderen, der hellen Seite der Welt gebildet. Diese beansprucht nur rund 5% der gesamten Materie im All. Das zumindest sagen uns die Theoretiker. Denn das Universum expandiert seit dem Urknall mit zunehmender Geschwindigkeit. Diese Erkenntnis ist mit der bekannten Materie allein nicht zu erklären. Die Expansion erfordert mehr, viel, viel mehr. Kein Forscher hat diesen dunklen Teil der Welt bisher je beobachten können. Theoretiker haben aber schon berechnet, woraus er bestehen könnte. Aus den noch hypothetischen WIMPs, den Weakly Interacting Massive Particles. Ein massereiches Teilchen ohne Ladung. Pendant zu den Neutrinos des sichtbaren Universums. Deshalb trifft man immer wieder Forscher, die den Weg von den Neutrinos zur dunklen Materie gegangen sind. Ich habe meine Diplomarbeit auf der Suche nach Neutrinos gemacht, an dem Ice Cube Experiment am Südpol. Und da bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, so nach was Unbekanntem zu suchen, nach Teilchen, die wir noch nicht kennen, nach dem ganz Neuen. Und da war dann die dunkle Materie für mich die größere Herausforderung, wo ich gesagt habe, komm, das ist eigentlich für mich spannender. Die Frage ist immer, warum machen wir das eigentlich? Und ich kann Ihnen nur sagen, warum ich das mache. Und das ist, weil wir heute wissen, dass das Universum voll ist mit dunkler Materie. Aber keine Ahnung haben, aus was die dunkle Materie eigentlich besteht. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung für mich als Teilchenphysiker, eben nicht die Hände in den Schoß zu legen und sagen, naja, das wollen wir schon irgendwann mal rausfinden, sondern rauszugehen und zu sagen, naja, was muss ich denn für einen Detektor bauen, was muss ich für ein Experiment machen, dass ich den Teilchen der dunklen Materie auf die Schliche kommen kann. Welcher Detektor zeigt mir, was die dunkle Materie ist? Das ist die Herausforderung und das ist das, was wir mit Xenon eine Tonne versuchen.